Also ich konnte es gar nicht fassen, dass man einfach Bücher ausleihen und nach Hause nehmen kann. Ich hatte in den ersten Monaten immer noch so ein bisschen so wie Heimweh. Bei Kita-Veranstaltungen bin ich nicht so aufgeregt wie bei Schulveranstaltungen. Ja. Aber was ich zum Beispiel mal versucht habe zu lesen und es nichts für mich ist, ist zum Beispiel Historisches. Mittwochs in der Bibliothek, ein Podcast der Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin heute wieder auf Reisen und zwar habe ich mich in die Heinrich-von-Kleist-Bibliothek begeben, die so am Rande der Stadt schon fast Ahrensfelde sich befindet. Und es ist eine kleine, aber sehr feine Bibliothek, in der auch ganz, ganz viel Veranstaltungen stattfinden und sehr, sehr engagierte Kolleginnen arbeiten. Und ich sitze jetzt Christina Achtziger gegenüber. Sie ist Fami. Was ein Fami ist, wissen zumindest diejenigen, die öfter den Podcast hören. In Folge 121 habe ich schon mal die Famis aus der Bezirkszentralbibliothek vorgestellt, beziehungsweise die Famis haben sich selber vorgestellt und ihre Arbeit. Aber ich denke mal, dass sich die Arbeit in der Zentralbibliothek von der Arbeit hier in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, also einer Stadtteilbibliothek, doch ein bisschen unterscheidet. Ich freue mich sehr drauf, Christina, jetzt mit dir mich ein bisschen unterhalten zu können. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. FAMI, für die, die es nicht wissen, heißt Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und ich heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen. Okay, hallo. Ich bin ja gar nicht selber auf die Idee gekommen, sondern du hast mich ja eingeladen, genau, dass ich mal hierher kommen könnte, weil du nämlich den Jugendbereich neu gestaltet hast. Genau, den wollten wir so ein bisschen mehr in den Fokus setzen. Ja, da kommen wir später dazu. Erstmal möchte ich mich ein bisschen auf deine Person konzentrieren. Okay. Also du hast ja bei uns auch die Ausbildung gemacht, genau, zum FAMI. Und erzähl doch mal, war denn das schon immer dein Berufswunsch oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, diese Ausbildung zu machen? Also eigentlich bin ich auf die Bibliothek generell durch meinen Bruder gekommen. Ach so. Genau. Weil der ist immer in die Mark-Twain-Bibliothek damals gegangen. Und dann hat er gesagt, komm mit, da kann man Bücher einfach ausleihen und mitnehmen. Ja. Und das war für mich irgendwie so als Kind gar nicht. Also ich konnte es gar nicht fassen, dass man einfach Bücher ausleihen und nach Hause nehmen kann und die dann dort lesen und wieder abgeben. Und ich habe gestern nochmal nachgeguckt in meinem Konto, seit wann ich den Bibliotheksausweis habe. Und es war seit 2009, da war ich 11 Jahre alt. Genau, da war ich das erste Mal in der Bibliothek. Und mein Bruder hat mir das einmal alles gezeigt. Und es hat mich so fasziniert und dann war ich bestimmt jede Woche einmal in der Mark-Twain-Bibliothek und habe dort Sachen ausgeliehen. Und das war, ab da hatte ich so den Wunsch, eigentlich in der Bibliothek zu arbeiten. Mhm. Genau. Und dann hast du auch andere Berufe in Erwägung gezogen oder hast du jetzt ganz streng dieses Ziel verfolgt, ich will dort eine Ausbildung machen? Ich habe immer mal wieder was anderes auch mal in Erwägung gezogen. Zum Beispiel habe ich nach der Schule habe ich nicht gleich die Ausbildung zum FAMI angefangen, sondern habe ein freiwilliges soziales Jahr noch gemacht in einer Kita hier in Marzahn. Das war aber nichts so richtig für mich und dann habe ich mich hier als FAMI doch beworben. Genau. Und bist dann auch gleich genommen worden. Ja, ne? Genau. Es hat super geklappt. Schön. Ja. Und ich kann mich ja noch gut daran erinnern, als du bei uns als Azubi gearbeitet hast. War schon eine schöne Zeit. War schön, ja. Auf jeden Fall. Und du hast dich auch gut mit den anderen verstanden aus deinem Ausbildungsjahr, ne? Genau. Ja, naja, nun hast du das mit Bravour absolviert, diese Ausbildung. Und hat denn die Ausbildung deine Erwartung erfüllt? Also ich meine jetzt nicht direkt die Qualität der Ausbildung, sondern der Beruf an sich, dass du jetzt sagst, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt oder bist du mit ganz anderen Vorstellungen daran gegangen? Nee, also total. Also ich habe so viele neue Sachen dazu gelernt. Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, wusste ich ja nicht mal so richtig, was die Aufgaben eines FAMIs sind. Also, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich eigentlich mit einzubringen. Und genau, also während der Ausbildung kriegt man das ja alles mit, was es für Möglichkeiten gibt, was man machen kann, was die Aufgaben sind. Und es macht einfach total viel Spaß. Mhm. Genau, ich bin immer noch total zufrieden mit der Berufswahl, die ich getroffen habe.
Du kannst ja jetzt auch ein bisschen dir ein Urteil erlauben über die Vor- und Nachteile der Arbeit in einer großen und einer kleinen Bibliothek, denn du kennst die Marktwilhelm-Bibliothek, hast dort gearbeitet. Genau. Und nach deiner Ausbildung bist du ja hierher gekommen, in die Heinrich-von-Kleist-Bibliothek. Kannst du das so ein bisschen abwägen, dass du jetzt sagst, das ist dort besser, das ist hier besser? Ich glaube, der Vorteil, in einer kleineren Bibliothek zu arbeiten, wie hier in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, ist, dass man, dass es manchmal nicht so hektisch zugeht. Mhm. Also, dass man sich vielleicht auch mal mit den Menschen einfach zusammensetzen kann und einfach reden kann. Mhm. Also, weil es gerade nicht so viel, wenn es gerade nicht so viel Betrieb ist. Ja. Und vor allem, weil wir ja auch viele ältere Nutzer haben. Mhm. Für die ist es ja wirklich, also die Welt, wenn man sich kurz mit denen hinsetzt und irgendwie 10 Minuten kurz mit denen redet. Ja. Und für einen selber schadet das ja nicht. Ne? Genau. Genau, das ist so der Vorteil daran. Mhm. Und ich glaube, der Vorteil in einer großen Bibliothek zu arbeiten, ist, dass man vielleicht mehr Möglichkeiten hat, Sachen zu verändern. Also auch vielleicht mehr Mittel hat. Mhm. Einfach, oder was Neues zu probieren. Also ich selber kenne ja auch die Arbeit in kleineren Bibliotheken. Und da sind ja auch Freundschaften entstanden mit Kolleginnen, die bis heute halten. Ja. Das hat schon auch was, die Arbeit in einer kleineren Bibliothek. Das ist ganz anders. Das ist viel persönlicher. Viel persönlicher, genau. Ich hatte auch ein bisschen, muss ich sagen, als ich hierher gekommen bin, das war ja total, also ich war erst in der großen Bibliothek mit den ganz vielen Kollegen und dann war ich hier und wir waren hier zu dritt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte in den ersten Monaten immer noch so ein bisschen so wie Heimweh, also trotzdem noch so, weil man sieht die Kollegen plötzlich gar nicht mehr. Mhm. Ja, das stimmt. Von einem Tag auf den anderen. Mhm. So. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen, aber ich finde es total schön hier. Für solche Fälle sind ja dann so Teamtage ganz gut, genau, dass genau. man sich mal wieder trifft. Ja. Oder Weihnachtsfeiern oder wenn wir unseren Fortbildungstag haben, dann sieht man sich ja dann auch mal wieder. Ne? Genau, das ist immer eigentlich schön. Ja, also es gibt Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber das ist ja nun hier wirklich eine wunderschöne Bibliothek mit so viel Liebe gestaltet. Also flächenmäßig ist es ja gar nicht groß hier. Mhm. Aber die Regale, die stehen ja auf Rollen und die kann man ja zusammenschieben und dann finden ja hier auch Veranstaltungen statt. Genau. Warst du denn da schon mal mit dabei bei Veranstaltungen? Also organisatorisch mit? Ja klar, auf jeden Fall. Also eigentlich bei jeder, also seit ich hier arbeite, bei jeder Live by Kleist, genau. Mhm. Das sind unsere Abendveranstaltungen immer für die älteren Leser, für die Erwachsenen. Und dann machen wir auch noch Kinderveranstaltungen, wo Kitas zu uns kommen, dann machen wir noch Klassenveranstaltungen, Klasseneinführungen machen wir auch noch. Mhm. Genau. Und das machst du auch? Das mache ich auch, genau. Mhm. Also jetzt nicht schon so lange, vielleicht seit ein paar Monaten, aber ja, genau. Und du bist ja eher so ein zurückhaltender Mensch, ja, ne? Deswegen. Also du stehst nicht so gerne im Mittelpunkt. Ja. Genau, deswegen ist es mir die erste Zeit total schwer gefallen. Ja. Aber so nach dem 5. Mal oder so, nachdem man das gemacht hat, dann kommt man auch rein. Also dann kommt die Routine. Dann kommt die Routine, dann ist es nicht mehr so. Hm. Dann ist man nicht mehr so aufgeregt. Hm. Hm. Und bei kleinen Kindern ist es ja meistens auch so, dass die einen ja auch lieben, ne? Also genau, die sind immer so herzlich. Dann macht einem das ja auch noch viel mehr Spaß, wenn man merkt, man stößt auf Resonanz. Bei Kita-Veranstaltungen bin ich nicht so aufgeregt wie bei Schulveranstaltungen. Ja. Bei Klassen sind dann nochmal was anderes. Ja. Also die sind dann schon so eher so, die hören dann nicht mal so richtig zu, wenn man eine Geschichte vorliest oder so. Ist immer so ein bisschen schwieriger, die zu kriegen, irgendwie die zu fassen. Und kommen denn auch größere Klassen, also ab 7. Klasse hierher? Selten. Oberstufe? Selten. Selten, sehr selten, genau. Wir haben eher so die Klassen 1 bis 4 bis 5, genau. Kommen da auch Schulklassen aus dem Umland, also zum Beispiel aus Ahrensfelde, oder sind das wirklich nur Berliner Schulen, die hier? Nee, kommen auch welche aus Ahrensfelde, genau. Welches Buchgenre liebst du denn am meisten? Also gibt es jetzt Bücher, wo du sagst, es interessiert mich überhaupt nicht? Ja. Also ich lese zum Beispiel gerne
wie man jetzt so schön sagt, Reality. Also es muss immer einen Bezug zur Realität haben, dass ich mich damit identifizieren kann. Wie ist das bei dir? Also ich habe jetzt an sich kein Lieblingsbuchgenre. Ich lese eigentlich gern Romane, also Belletristik an sich. Mhm. Wenn mich ein Buch interessiert, dann lese ich das auch gerne. Aber was ich zum Beispiel mal versucht habe zu lesen und es nichts für mich ist, ist zum Beispiel Historisches. Ja, das geht mir genauso. Da kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Oder auch manche Krimis oder so. Also ist auch nicht so richtig meins. Und liest du viel? Ich habe früher viel gelesen, aber mittlerweile lese ich fast gar nicht mehr. Und hörst du Hörbücher? Hörbücher höre ich, genau. Mhm. Manchmal mache ich mir auf YouTube eins an und dann höre ich das zum Einschlafen. Ja. Genau. Bin jetzt auch so ein bisschen drauf gestoßen. Ich dachte immer, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich eben immer eingeschlafen bin dabei. Oder nicht zugehört haben. Ja. Habe mich dann ertappt, dass ich ganz woanders war mit meinen Gedanken. Aber so mittlerweile habe ich das zu schätzen gelernt. Und manche Hörbücher sind total gut gesprochen, also auch von verschiedenen Schauspielern oder von Rufus Beck zum Beispiel. Genau, genau. Ist ja auch, das ist ja sehr auch angenehm richtig, zu hören. Richtig, die Stimme macht viel aus. Genau. Ja, und nun fühlst du dich ja ein bisschen verantwortlich für den Jugendbereich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau. Und da musst du ja aber auch ein bisschen Ahnung haben von den Büchern, die du da hast, oder zumindest einen Überblick haben. Mhm. Ne? Was habt ihr so im Angebot? Und kaufst du die auch ein? Bist du? Genau, also ich erstelle die ganzen Listen für den Kinder- und Jugendbereich mit den verschiedenen Medien und die werden dann eingekauft von meiner Chefin Marina Georgi. Also du sagst, machst die Ansage und sie kauft sie dann ein. Genau, sie überprüft nochmal und dann bestellt sie die. Genau. Und was gehört da alles dazu zum Jugendbereich? Also wir sitzen ja direkt mittendrin, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, das so ein bisschen zu beschreiben, weil unsere Hörerinnen und Hörer uns ja nicht sehen können. Also die Bibliothek hat, wenn man reinkommt, hinten in der Ecke eine sehr gemütliche Sitzgruppe. Eine grüne Sitzgruppe, die sieht sehr einladend aus, ein Sofa, zwei Sitzer und ein Sessel. Genau. Dazwischen ein kleiner Tisch, ringsherum Regale und da liegen auch Zeitungen, so die Tageszeitungen zum Lesen. Und ich glaube, hier könnte man den ganzen Tag sitzen. Ja, das haben wir uns auch so angedacht für die Jugendlichen, weil früher... Ich glaube, ich kam 2020 hier in die Bibliothek fest rein. Und früher war der Jugendbereich ganz hinten. Also der war wirklich ganz, ganz, ganz versteckt. Und dann hatten wir die Idee, dass wir das so ein bisschen umwandeln, dass wir den Jugendlichen doch eher einen Ort geben, wo sie sich also gemütlich hinsetzen können, wo sie ihre Sachen in Ruhe lesen können, auch einfach mal runterkommen können, genau, sich auch Zeit lassen können. Und wird das angenommen? Das wird auf jeden Fall sehr gut angenommen. Genau. Also wir haben 2020 gleich angefangen, Mangas zu kaufen. Und erst war das ein bisschen stotterig, dass ein paar Leute kamen. Ach so, muss ich erst rumsprechen. Musste sich erst rumsprechen. Aber es hat sich wirklich sehr gut rumgesprochen. Vor allem, weil das auch... Schüler waren, die das dann sozusagen in ihrer Klasse dann weitererzählt haben und dann kamen die Klassenkameraden und Freunde und jetzt haben wir wirklich sehr viele Kinder, die Mangas ausleihen, Kinder und Jugendliche. Mhm. Genau, es wird sehr gut angenommen und die fragen auch immer, ob bald neue Mangas kommen oder ob der Teil kommt und so und deswegen haben wir extra noch eine Wünschebox aufgestellt für die Jugendlichen, damit die da gleich ihre Wünsche reinwerfen können. Das ist gut, damit weil man das halt vielleicht doch nicht so im Blick hat, was es alles gibt. Ne? Genau. Und also hauptsächlich kaufe ich immer nach den Wünschen ein, damit die auch sehen, jemand hört die Jugendlichen, also jemand macht es auch. Und dann gucke ich nach den neuesten Mangas, die eigentlich rausgekommen sind, die so beliebt sind auf dem Markt. Also ich erlebe das auch in der Max-Wehm-Bibliothek, wenn ich Schulklassen habe und führe die so rum. Und die sehen die Mangas, sind sie gleich, total. Also dann sind die, habe ich sie verloren quasi. Ja. Ne? Dann, die freuen sich immer, das erwarten Jugendliche, glaube ich, auch gar nicht so, dass in Bibliotheken auch Mangas ausgeliehen werden. Ja, und das mit dem Rumsprechen,
da hast du recht, das ist sowieso ein bisschen problematisch, glaube ich, Jugendliche zu erreichen. Mhm. Also in den sozialen Medien, also auf Facebook sowieso nicht, Instagram, da werden die jetzt auch nicht unbedingt der Bibliotheksseite folgen. Genau. Ist generell also wirklich schwierig für die Jugendlichen. Zeitung nicht. Also ich wüsste, mir ist noch nichts eingefallen, wie man so mit einem Rundumschlag eine große Menge von Jugendlichen erreicht. Jugendlichen. Und ich glaube, das geht nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Einem gefällt's und der bringt seine Freunde mit. Genau. Einfach gerade auch gucken, was gerade so in ist bei denen. Ja. Also was die gerade lesen oder was sie gerade hören wollen, das dann vielleicht auch versuchen, mal mit einzubringen in die Bibliothek. Vielleicht TikTok. TikTok. Das wäre noch, nutzen ja auch viele Bibliotheken. Ja. Und da stellen sie dann so Kurzvideos, aber also da bin ich raus. Ja, ich auch. Ja, also Mangas und was gibt's noch? Genau, also wir haben um die 898 Mangas, habe ich halt nochmal nachgeschaut. Oh, hast du alle durchgezählt. Und ganz schön viel. Ganz schön viel. Mhm. Dann haben wir noch Teensbücher, also Jugendbücher, Liebe, Krimi, genau, Fantasy-Bücher. Und dann haben wir noch ein Regal All Age. Ach so. Okay. Das, genau, da gehen auch öfters mal Erwachsene oder ältere Leute ran. Mhm. Genau. Und die DVDs gehören da aber auch, oder sind das DVDs? Oder? Genau, das sind Hörbücher für Jugendliche. Mhm. Da ist auch so Fantasy mit bei, so Twilight. Ja. Genau. Und dann haben wir noch CDs für Jugendliche. Da sind so eher die Bravo-Hits mit dabei. Oder so gerade beliebte Künstler, so Selena Gomez oder so. Ja. Und dann haben wir noch hinten im Kinderbereich ein Abteil für Jugendfilme. Also, ach so, genau. Okay. Und ich sehe gerade, jetzt eben habe ich es entdeckt mit Begeisterung, ein ganzer Regalboden ist den Werken der Schreibwerkstatt gewidmet. Das war uns auch sehr wichtig, weil es kommt ja aus Merzahn, es kommt ja wirklich von den Leuten. Ich war ja selber schon mal mit bei den Jugendlichen. Genau. Und da haben wir das für sie gewidmet. Schön. Muss das auch mal sein. Ja. Also die werden ja nun nicht ausgeliehen oder selten mal ausgeliehen, die Bücher. Die, oder also doch, die sind schon gegangen, doch. Ja. Also bei uns glaube ich nicht so. Aber das ist halt auch eine Frage der Präsentation. Na, das stimmt. Also freue ich mich total. Ja. Mir gefällt das. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr weg. Ich sitze jetzt hier gemütlich bei einer Tasse Tee. Ich habe sogar Schokolade hingelegt bekommen. Es ist schön warm hier. Ja. Draußen ist ja so ein hässliches Wetter. Ja, also ich freue mich, dass es dir hier so gut gefällt und dass du dich hier so engagierst und du hast es ja wirklich richtig gut gestaltet. Dankeschön. Es gibt auch ein Neuheitenregal. Ach so, eine Frage habe ich noch, ob du auch Kinderbücher liest. Ja, Kinderbücher lese ich, glaube ich, mehr als erwachsene Bücher, weil ich mich immer vorbereite auf die Kita-Veranstaltung. Mhm. Und dann gucke ich immer so, was passen könnte. Genau. Es gibt ja auch so eine ganz gemütliche Kinderecke mit so einem kleinen Podest. Ne? Eine kleine Bühne. Ist da nicht, gab es da so eine gehäkelte Raupe, eine Raupe ist das, genau. Das haben, also ich weiß jetzt nicht die Geschichte dahinter, Frau Georgi hat es mir nur ganz kurz erzählt. Das waren irgendwie ältere Frauen, also Omas, die hier irgendwie in der Nähe waren, die das für uns gemacht haben. Mhm. Ich glaube von Vision e.V. war das. Die haben diese Schlange, die haben, Raupe gehäkelt, ne? Genau, die haben uns die Raupe gehäkelt für die Kinderveranstaltung. Oder einfach nur, wenn Kinder hier sind, dann können die sich auch ein Raupenteil nehmen, so ein Sitzkissen und dann darauf sich Bücher anschauen. Genau. Ja, schön. Und es ist auch alles so angeordnet, dass man, es ist nicht so zugestellt, ne, dass man denkt, die Bücher erschlagen einen jetzt. Und man kann als Besucher schnell erfassen, wo befindet sich was und welche Ecke ist jetzt für mich die richtige. Genau, das war auch so angedacht, als Frau Georgi und Frau Binger die Bibliothek übernommen haben, dass das wirklich so frei für die Nutzer ist, dass die wirklich einen gleichen Überblick bekommen. Und auch für Rollstuhlfahrer ist das natürlich wichtig. Stimmt, also, dass da ist die auch hier genug Platz. Genau. Ja. Christina, ich danke dir. Ich danke auch. Ein toller Einblick. Es ist auch für mich immer
sehr interessant, weil ich ja durch diesen Podcast auch viel rumkomme in den anderen Bibliotheken. Und das so zu verfolgen, was da so alles passiert, das macht mir auch Spaß. Das hat mich wieder bereichert und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja. Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie sich mal auf den Weg in die Heinrich-von-Kleist-Bibliothek. Das lohnt sich. Sie befindet sich auch verkehrstechnisch sehr gut gelegen. Man kommt mit der Straßenbahn M8 gut. Sie hält direkt vor der Tür. Direkt. Und die 16 auch. Die Linie 16. Und Bus gibt es auch, aber da weiß ich jetzt die Nummer nicht. Ich weiß sie leider auch nicht, ich fahre immer nur Tram. Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, jetzt kein Problem. Das kriegt ja jeder raus, genau, der unbedingt hierher möchte. Oder S-Bahnhof Ahrensfeld, das ist auch nicht so weit weg. Genau. Ja, große Empfehlung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nochmal vielen Dank, Christina. Ich danke auch, dankeschön. Dass du mich eingeladen hast. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis nächsten Mittwoch.